Man will ja manchmal wissen, wie hoch man ist. Was? Ja, also nicht high, sondern hoch. Ja? Und es gibt dieses Verlangen, manchmal zu wissen, in welcher Höhe man sich befindet. Und nicht Flugzeughöhe, sondern Berghöhe oder Talhöhe oder was auch immer Höhe. Also Höhe über Meeresspiegel. Und eigentlich weiß das Gerät das ja. Und das, ich glaube, die Kompass-App zeigt es komischerweise nicht an. Oder ich liege falsch und sie zeigt es inzwischen an. Ich habe nämlich lange nicht mehr nachgeschaut, muss ich sagen. Aber ich hatte, es gab immer so ein paar, keine Ahnung, irgendeine Mountainbike-App oder so, die dann halt auch die Höhenmeter irgendwo unter ferner Liefen noch aufgeführt hat oder wo man sie halt mal nachschauen konnte. Aber ich hatte komischerweise immer das Problem, dass ich mir immer irgendeine seltsame, dafür nicht richtig zugeschneiderte App gesucht habe, die mir mal schnell die Höhenmeter anzeigen sollte und ich immer vergessen habe, in welcher App die dann drin gesteckt haben und dann wusste ich nicht, wo ich sie versteckt habe und nach welchem Namen ich suchen soll und so weiter. Auf jeden Fall musste eine App her, die einfach eines macht, nämlich mir möglichst richtige Höhenmeter anzeigt. Und bin da letzte oder vorletzte Woche über Altimeter Pro gestoßen. Das ist auch, glaube ich, von Runtastic sowieso. Es gibt ziemlich viele Altimeter-Apps, die einfach dasselbe machen. Davon sind auch sehr viele in also fantastischer Hässlichkeit. Diese Altimeter-Geschichte ist okay, kann man sich gut anschauen, verzweifelt nicht dran. Das Einzige, was die macht, ist, die Höhenmeter anzuzeigen. Die hat irgendeine Korrekturfunktion, die das, die sozusagen die GPS-Höhenmeter nochmal etwas genauer machen soll. Weiß nicht, was die da für ein Voodoo veranstalten. Die benutzen da wahrscheinlich, die sagen irgendwie, benutzen noch irgendwelche Online-Dienste, um da irgendwie akkuratere Ergebnisse zu liefern. Ich habe es bis jetzt noch nicht überprüft, ob das stimmt, also ob es wirklich akkurater wird. Man kann diese Korrekturfunk auch ausschalten und dann sich anschauen, wie die Differenz ist. Er zeigt dir noch irgendwie dann halt Temperatur und deine GPS-Daten an und irgendwie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und einen kleinen Kompass ist auch integriert. Und du kannst halt die Höhenmeter verschicken irgendwie und sharen, so üblicher Kram und auch irgendwie auf dem Foto, glaube ich, draufkleben lassen. Aber mir ging es in erster Linie darum, dass du einfach App startest und der zeigt dir an, so welche Höhenmeterzahl bist du gerade fertig. Das war so der Punkt. Und das erfüllt es gut. Ich glaube, es gibt eine werbefinanzierte Basisversion, die irgendwie die wahrscheinlich kostenlos ist und die irgendein furchtbares Banner wahrscheinlich integriert hat. Und es gibt, glaube ich, die Anführungszeichen Pro-Version, die dasselbe macht und kein Banner hat und die kostet, glaube ich, 1,80 oder 90 Cent oder 1,80, irgendwas in der Preisspanne. Und ja, wer was sucht, was Höhenmeter anzeigt und wie ich das Problem hatte, sich da immer an irgendwelchen komischen anderen Dritt-Apps entlang zu hangeln und immer zu suchen, wo er jetzt die Höhenmeter herbekommt, kann vielleicht mal einen Blick darauf werfen oder zumindest mal die kostenlose Variante ausprobieren, ob die zusagt. Gut, das Altimeter, alle Links und Kram gibt es bei bitsundso.de oder in der Bits und so App, die man ab der 1.1.5.1 wieder genießen kann. Timo, du hattest mal das Terrain-Radar-Altimeter gepickt, glaube ich. Ja. Die haben das gleiche Modell, also auch eine kostenlose Version, eine Pro-Version. Ist, glaube ich, ein deutscher Entwickler gewesen. Ja. Und mir fiel das jetzt nur echt gerade ein, weil die jetzt heute ein Update gemacht haben und es hängt hier noch in der iTunes-Schleife. Also, sei nur noch mal angemerkt, ich schreibe Ja, es mal in das den war so, Kommentaren. dass du in eine Richtung deutest und dann zeigt dir so das Höhenprofil vor dir an. Ah ja, das ist natürlich auch sinnvoll. Gute Sache. Wie heißt es? Es sei in den Kommentaren verlinkt. Es heißt Terrainradar Ah, okay. Altimeter. Ja, alles klar. Das schaue ich mir auch mal an. Gute Sache, weil das natürlich nett ist. Ah ja, sehe ich schon. Gut. Gut.